Hallo, mein Name ist Sabina Amalia. Im Flamenco-Tanz ist der Flamenco-Schuh ein ganz wichtiges Accessoire. Man ist ja praktisch Perkussionist und das ist unser Instrument. Wie also sollte dieser Flamenco-Schuh beschaffen sein oder wie ist ein guter Flamenco-Schuh beschaffen? Der Flamenco-Schuh an sich ist sehr stabil gebaut, also stabiler als jetzt ein normaler Straßenschuh. Er hat eine verstärkte Spitze. Er hat einen Riemen um den Knöchel. Dieser Riemen ist sehr wichtig, damit man bei der Fußarbeit nicht rausrutscht. Es gibt Varianten mit zwei oder drei Riemen. Ein Riemen sollte auf jeden Fall vorhanden sein und dieser Riemen ist an einem Gummiband befestigt. Das ist ein typischer Flamenco-Absatz, ein Blockabsatz. Wenn wir den Schuh drehen, sehen wir, der Flamenco-Absatz ist genagelt und auch die Spitze ist genagelt, damit man später einen vollen Sound erzeugen kann. Ich bevorzuge 5 cm. Man kann aber auch Absätze mit 7 cm bekommen oder auch knieschonende Absätze, die breiter und noch niedriger sind. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Flamenco-Schuh-Einkauf.